Ich habe rausgefunden, das Leben eines jeden Zauberers ist besser, wenn du einen Phönix hast. Wollen wir gucken, ob wir nicht einen aus der Asche steigen lassen können, oder? Ich habe da mal was vorbereitet. Jompitium Existentia. Ach, guck. Ne Pfaffkes. Hallo Freunde der unkaputtbaren Klemmbausteinkreatur. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan und ich habe hier aus der Lego Harry Potter Reihe die 76394, den Fawkes, Dumbledores Phoenix. 597 Teile, eine Minifigur, ein Mini-Phönix. 40 € Listenpreis. Bei der Teileanzahl, relativ entspannt. Und das ist der Piepmatz. Wir haben, wie gesagt, eine Minifigur dabei. Das finde ich sehr schön. Man kann ja nicht genug Dumbledores im Haus haben. Ich weiß nicht, der wievielte das mittlerweile ist, den ich habe. Er birgt keine Überraschungen, aber er ist schön gemacht. Er hat einen Beinprint. Er sieht toll aus. Also, Figur geht absolut klar. Daneben der kleine Mini-Phönix, der kleine Mini-Fawkes ist auch sehr bezaubernd. Aber ich glaube, dafür kauft man das Set nicht. Wenn doch, ist das auch noch so. Es sollte schon um das Flugtier gehen. Und da steht er. Und das ist die Anleitung. Die Anleitung ist tiefenentspannt, wie wir das kennen. Auch hier gibt es mitunter Bauabschnitte oder Bauschritte, in denen mal ein paar mehr Teile verbaut werden auf einmal. Aber ansonsten gibt es hier auch viele. Hier setzt da mal ein, setzt da mal zwei, setzt da mal drei Steinchen. Es ist super simpel. Was euch vielleicht auffällt, an dieser Stelle präsentiere ich auch immer ganz gerne mal den Stickerbogen. Dieses Set hat keinen Stickerbogen. Ja, richtig. Keinerlei Aufkleber. Das heißt im Umkehrschluss, hier vorne das Namensschild, auf dem Fawkes steht, ist ein Print. Wir haben ein Fawkes-Namensschild-Print. Ist das großartig? Ich bin total begeistert und hin und weg. Jawohl. Also hier gab es nichts zu bekleben. Ich weiß, für manche von euch ist das vielleicht traurig, weil ihr gerne klebt. Dann ist dieses Set nichts für euch. Nicht ein Aufkleber. Es sei denn, ihr habt einen Karton mit Preisschild und wollt das irgendwo anders hinkleben. Das ginge. Ich finde ihn hübsch. Ich finde ihn hübsch. Er ist jetzt, ich meine, gemessen an der Größe geht es detaillierter nicht. Und ich musste selber nochmal nachschauen, ob der Kopf denn in Proportion zum Rest des Piepmatzes passt. Denn der Kopf ist schon für mein Verständnis relativ klein. Aber trotzdem, das muss wohl so. Und der Aufbau, den habe ich auf einem Twitch-Stream erledigt. Ging recht entspannt von der Hand. Also das war ein Stream, dann war das Ding durch. Ich habe natürlich viel gequatscht dabei und das heißt, mich hat das Viech dann irgendwie 4, 5 Stunden gekostet, keine Ahnung. Das ist normalerweise nicht so. Ich glaube, wenn man dabei keinen Livestream aufsetzt, dann dürfte man so entspannt in 2, 2,5 Stündchen durch sein. Er ist also jetzt nicht so wahnsinnig fordernd. Was allerdings relativierend gesagt sein darf, es sind dann nachher doch eine Menge Kleinteile und wenn man den ersten Flügel zusammensetzt und diese ganzen Pizzastückchen, so nenne ich sie einfach mal hier drauf setzt und die Verkleidung macht und so weiter. Und dann hat man schon im Hinterkopf, das blüht dir auf der anderen Seite gleich auch nochmal. Ist das so ein kleiner Dämpfer? Also für mich war die Konstruktion der Flügel so das, was mir am wenigsten Freude gemacht hat. Be man beginnt mit dem Fundament, mit der Basis und hier mit dem Technikteil. Technikteil? Ja, wir haben hier Technik drin. Warum haben wir hier Technik drin? Relativ simpel. Hier sitzt eine Kurbel. Von beiden Seiten darf man kurbeln. Und wenn man an dieser Kurbel dreht, ja, schwingt sich der Phönix durch die Lüfte. Naja, gut, er bleibt am Tisch stehen. Ich glaube, auch mit Motor kriegt man es nicht hin, dass es schnell genug wird, damit er dann aufsteigt. Aber immerhin. Die Flugbewegung ist ein Träumchen, oder? Genau, das ist das Kernfeature, weshalb man diesen Vogel eigentlich kauft. Und ich finde das eine wunderbar bezaubernde Idee. Jetzt müsstet ihr schreien, Moment. Déjà-vu. Richtig. Ich hatte so ein Flugviech schon. Da kommen mir Teile entgegen. Die brauchen wir später gleich. Bestens vorbereitet. Hedwig! Ich fahre den Hermine-Witz nicht. Kommt drauf klar. Hedwig! Richtig, gleiches Prinzip. Drehst du an der Kurbel? Flattert sie mit den Flügelchen. Ist das süß? Jawohl. Und da ich die schon hatte, lag es irgendwie nahe, den dann irgendwie auch haben zu wollen, weil irgendwie passt das. Bei dem Drachen bin ich mir noch nicht hundertprozentig schlüssig. Vielleicht, wenn ich über einen guten Preis stolper, könnte es sein, dass ich mir den dann auch noch gönne. Keine Ahnung. Aber die beiden sind da. Und ich hatte den Wunsch schon gehört im Stream, dass man die mal nebeneinander stellt. Von der Größe her passt es natürlich wunderbar. Bei Hedwig allerdings wird hier mit Stickern gearbeitet. Fawkes hingegen komplett stickerbefreit.
Darum hat der für mich jetzt von der Sympathie her Bonuspunkte. Vom Gesicht finde ich Hedwig etwas schöner, auch wenn es da auch kritische Stimmen gibt, die sagen, dass der Kopf bei Hedwig nicht so gelungen wäre. Ich finde sie putzig. Ich bin jetzt aber auch kein Ornithologe und gucke mir ständig Eulen an, um rauszufinden, ob der Kopf jetzt wirklich hundertprozentig stimmig ist. Ich mag ihn. Und die Augen sind bedruckt. Aber es geht ja um Forks. Jetzt gibt es mit diesen Sets bei beiden eine kleine Schwierigkeit. Die Flügel fallen an einem gewissen Punkt relativ schnell runter. Ich weiß nicht, ob ihr das sogar hören könnt hier über mein Mikrofon. An einer Stelle macht es so flatsch, da kommen sie so runter. Und ich habe mal so ein bisschen durch YouTube gewuselt und bin auf den Kanal von JK Brickworld gestolpert. Und der hat eine Anleitung dazu, wie man das etwas geschmeidiger hinbekommt. Und ich dachte, ich könnte dieses Video mal aufwerten, um euch das näher zu bringen, weil der macht es auf Englisch und nicht jeder von uns spricht Englisch. Und von daher zeige ich euch jetzt mal, wie der das löst. Das ist kein allzu großer Aufwand. Man braucht halt ein, zwei Extrateile. Darum sind mir die hier auch gerade schon entgegengekommen. Und ich zeige euch jetzt, wie man das macht. Also, als erstes nehmen wir hier vorne die Deko ab und wir brauchen freien Zugriff auf das Flügelchen. Das heißt, auch hier an dieser Stelle müssen wir einmal eben was abpulen. Das ist das Einzige, was wir freilegen müssen und das auf beiden Seiten. Dann sitzen hier an dieser Stelle graue Achspins. Und graue Achspins haben weniger Friktion als die schwarzen, habe ich mir sagen lassen. Ich bin kein Technikgott, von daher nehme ich das einfach mal so als gegeben hin. Wenn mir jemand das erzählt, dann klingt das für mich glaubwürdig und dann ist das wohl so. Das heißt, die Idee ist jetzt, hier an der Stelle dafür zu sorgen, dass der Pin einfach ein bisschen mehr Widerstand hat. Warnung an der Stelle, wenn man das macht, ist natürlich die Abnutzungswahrscheinlichkeit auf den Pin etwas größer als mit einem grauen, etwas flutschigeren Achspin. Und wenn ihr den Vogel motorisieren wollt, das geht auch, würde ich das vielleicht nicht empfehlen. Aber ihr seht, ich bin jetzt auch kein Umbaugott. Das ist relativ tiefenentspannt, wenn man den Pin von der richtigen Seite kriegt. Ah! Ich mach's nochmal. Das einfach rauszupulen und dann dementsprechend zu ersetzen. Ja, das ist natürlich jetzt eine blöde Nummer, weil da müssen wir ran. Habe ich nicht zu Ende gedacht. Eben bei der Vorbereitung, beim Test hat es gut funktioniert. So, gut, den müssen wir eh lösen. Den fummeln wir raus. Ein Hoch auf den Teiletrenner. Und dann haben wir hier noch, nehme ich auch schon mal raus, diese kleinen grauen Achsstopper. Die Bewegung wird noch einen Hauch geschmeidiger, wenn man nicht die vollen Achsstopper benutzt, sondern diese kurzen. Die hat man ja durchaus in Teilekisten oder so rumfliegen. Ich glaube sogar, wenn mich nicht alles täuscht, war hier sogar ein Ersatzteil dabei. Das heißt, man braucht nur einen zweiten davon. Und dann kann man die entspannt austauschen. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Ich ziehe die hier raus, pack die gelben kleinen kurzen drauf. Und ihr seht an der Stelle auch jede Menge blaue Technik-Pins. Das spricht auf jeden Fall dafür, dass es sich hier um ein Original-Lego-Produkt handelt. Ich weiß, andere Hersteller machen das auch, aber ich mag diesen Running Gag. Lasst mich. Und ich muss die Zeit ein bisschen überbrücken, in der ich hier ohne großartiges Talent, aber mit einer ganzen Menge Idee dran rumfummel. So, jetzt schieben wir das schon mal wieder rein. Dann kommt der schwarze Achspin hier in den Liftarm. In den Liftarm und das geht dann hier in den kurzen Arm. Und zack, fertig. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Es sei denn, achso, habe ich schon ausgetauscht. Einmal kurz wieder reinfummeln. Liftarm befestigen. Fertig. Und ich baue jetzt auch schon die Deko wieder an. Erstens, weil ich es hübscher finde und zweitens, um euch zu zeigen, dass das wirklich kein riesiger Akt ist, das umzubauen. Aber nochmal, immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr das macht, ihr belastet den Pin. Finde ich jetzt nicht so tragisch, ehrlich gesagt, aber es sei nochmal darauf hingewiesen. Das heißt, diese vier Technikteile bleiben übrig. Und wenn wir jetzt am Kürbelchen drehen, sollte der Fallmoment auf jeden Fall... Oh, vielleicht die Flügelchen hübsch lassen, ein bisschen abgebremst sein. Es ist keine dramatische Veränderung, sie ist nuanciert, aber trotzdem, man merkt auch, hier ist jetzt beim Kurbeln ein etwas größerer Widerstand.
ist okay. Es fällt leicht geschmeidiger. Vielleicht geht ihr nochmal zurück an die andere Stelle und könnt dann vergleichen. Oder wir tun es nochmal mit Hedwig. Hier ist nämlich der Umbau nicht erfolgt. Ja, ist deutlich ruppiger. Tschüss, Harry. Das ist natürlich jetzt eine Geschichte, die feiere ich geradezu, dass man sich mit sowas dann mal auseinandersetzt, weil ich bin sonst echt nicht so der Techniktyp. Und da einfach mal im Netz was zu finden, wo man mir erklärt, hey, tausch doch hier und da mal einen PIN aus und erklärt mir auch warum. Und dann wird das und das ein bisschen besser. Das fand ich irgendwie ganz nett. Das heißt, wenn so ein Set dann zum Experimentieren einlädt, finde ich das einen netten Bonus. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Kurbel. Man kann es motorisieren. Auch dafür gibt es Anleitungen im Netz. Ich hatte jetzt keine Lust, hier ein Batmobil auseinanderzuschrauben auf der Jagd nach einem Motor und dann noch die ganze Konstruktion zu basteln, um das Ding zu motorisieren. Denn so hübsch das auch wäre, wenn der von ganz alleine seine Flügelchen bewegt, allein das irritierende Motorengeräusch möchte ich nicht stundenlang um die Ohren haben, wenn dann die Batteriebox überhaupt so lange halten würde. Also darum bin ich da nicht Zielgruppe für einen dauerhaft motorisierten Fafkes. Aber schön, dass es funktioniert. Man kann es machen. Darum, das sind so Dinge, die so ein Set für mich dann nochmal ein bisschen spannender machen einfach. Ansonsten gibt es hier nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Es ist ein primär roter Piepmatz mit ein bisschen orangenen Gefieder zwischendurch und ein, zwei Jerbensternen und ein bisschen bräunlich hier und da oder Nougat und mit einer goldenen Basis. Ah, vielleicht noch zur Basis. Diese goldenen großen Halb- oder Rundbrick-Teile, ich weiß nicht, wie man die nennt, da gibt es bestimmt einen Begriff, sind bestimmt für einige auch ganz interessant, weil so elendig viele Sets mit goldenen Teilen gibt es da draußen ja nicht. Aber ja, das ist im Endeffekt alles. Und ich finde ihn wirklich hübsch gelöst. Ich bin froh, ihn hier zu haben. Der wird also auf jeden Fall neben Hedwig oder zumindest in der Nähe Platz nehmen und meine kleine Harry Potter-Welt ein wenig bereichern. Wie seht ihr das? Habt ihr den auch und seid glücklich? Schreibt es gerne in die Kommentare. Habt ihr den nicht und wollt ihn jetzt haben? Meinen kriegt ihr nicht. Aber schreibt auch das gerne in die Kommentare. Ich lese das alles. Habt ihr ihn nicht und findet ihn aus irgendwelchen Gründen nicht so gelungen? Schreibt auch das gerne in die Kommentare. Vielleicht ist meine Sicht auf die Dinge auch nicht so super prickelnd, weil, wie wir alle wissen, bin ich nicht der allergrößte Harry Potter-Filme-Fan. Und da kann jetzt keiner argumentieren, dass der im Buch auch so aussieht, weil wie der im Buch aussieht, passiert hier und nicht auf einem Display. Von daher ist das natürlich ein auf den Filmen basiertes Set. Ich finde ihn gelungen. Ich bin absolut glücklich. Und ach so, ich habe mir übrigens sagen lassen, dass die Tränen von dem Tierchen irgendwie auch ganz praktisch sind, weil die dann irgendwie alles heilen könnten. Ich habe leider ein nicht weinendes Exemplar abgegriffen. Vielleicht habt ihr ja Glück und habt einen weinenden Phönix zu Hause, dann fangt das Zeug auf und benutzt es an gegebener Stelle. Ich werde den auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Das ist ein Amazon-Affiliate-Link. Wenn ihr darüber irgendwas bestellt, also ihr müsst nicht mal den Vogel kaufen, dann kommen ein paar Cent zu mir zurück. Wer das nutzt, vielen, vielen Dank. Und Merch-Link auch in der Videobeschreibung. Und dann hoffe ich, euch hat das Video ein bisschen Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, denkt an den Daumen, Abo und Glocke nicht vergessen. Hier geht's regelmäßig weiter. Und dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.